20 minutes for you. Unser Special Guest, Alia Gockel, ich würde mal gerne darüber diskutieren, dass die Messen wenigstens an einem Tag dem Publikum öffnen. Wie siehst du das? Und da passt ja das Konzept mit Pop-Up-Stores, das du hast, ja haarscharf hinein. Das ist ja genau das, was ich im Adlon mache. Ich habe nicht nur die Modenschau, sondern ich habe 4 Tage drumherum, vor der Modenschau einen Tag, auch für die Influencer, dass sie sich anziehen können. Und ich glaube, man muss viel freier denken. Und ich glaube sehr wohl, dass man alles miteinander kombinieren kann. Wir haben Einkäufer in unserem Showroom und wir haben Endverbraucher in unserem Showroom. Der Einkäufer kauft natürlich die Kleider und wir haben immer den VK dran. Der Einkäufer weiß ganz genau, ist es durch 2,7 und der Privatkunde kann es dann gleichzeitig kaufen bzw. Querstrich bestellen. Wir haben die jetzige Kollektion, die dann im Januar haben wir schon die Sommerkollektion 2021 zur Verfügung. Oder er kann Shop the One Way. Was ist das Problem? Wenn jemand 4 Monate auf die Kleidung warten will, zahlt er 50% an, bekommt es in 4 Monaten. Er war der Erste, der es kaufen konnte. Also für mich als Unternehmer ist es doch völlig wurscht, ob die Energie in Form von Geld von dem einzelnen Kunden hier kommt oder von dem Geschäft dort. Und solange ich keine Reduktionen mache, ist es dem Geschäftskunden auch egal. Es ist immer nur diese Nachhaltigkeitsgedanke, in der Hinsicht total wichtig. Ich darf dem Händler keine Konkurrenz neben die Tür setzen. Das ist, glaube ich, diese Prämisse. Und da ich nicht reduziere, weil ich kann mein Handwerk, was ich meiner Schneidermeisterin, kann ich nicht im August sagen, du Schätzelein, wir haben ausverkauft, deshalb kriegst du nur das Hälfte des Gehaltes. Wenn man ehrlich in Deutschland produziert, dann kann man nicht reduzieren. Es geht gar nicht. Und daran würde ich erkennen, ob das jemand ehrlich nachhaltig ist, dann kann er meiner Meinung nach nicht reduzieren, weil woher soll das Geld kommen? Nachhaltigkeit kostet etwas. Und solange das nicht im Endverbraucher im Kopf ist, dass ich dann nicht meine 30%, 50%, 70% Rabatt bekomme, die kann ich ja nur kriegen, weil irgendein anderer Mensch oder Produkt in einem anderen Land ausgenutzt wird. Sonst kann ich das nicht geben. Und witzigerweise, und ich mache das ja seit 20 Jahren hier in Mainz, mein Laden, es hat mich in 20 Jahren noch keiner nach dem Rabatt gefragt. Denn Mode ist ja eine gelebte Geschichte. Und je mehr wir sie punktuell leben und je mehr wir hingucken, wo sie gemacht wird, wie sie gemacht wird, von wem sie gemacht wird und für wen sie gemacht wird, desto wertiger oder wertbeständiger ist sie auch. Und wir müssen einfach von allen Seiten gegen diese Massenverschmutzung von Mode und Massenausbeutung von Mode gehen. Und ich glaube, diese Aufklärung kann einfach nicht genug stattfinden, dass wenn ein Kunde in einem Geschäft für 4 Euro ein T-Shirt kauft, dass er, ich sage immer, dass da kein Blut drauf raustropft, ist eigentlich alles. Und wir müssten eigentlich die Menschen, die sich leisten können und trotzdem tun, echt, wie würden meine Kinder sagen, dissen, so dass er sich so schämt, dass er es nie wieder tut. Ja. Und ich glaube, es ist die Stunde der Zeit, dass es gar nicht mehr anders gehen darf, als Ökonomie und Ökologie miteinander zu verschmelzen. Das eine darf nicht mehr ohne das andere funktionieren. Ganz genau, so sehe ich das auch.